Leute, die an Landesgrenzen glauben, die glauben ja auch an Gott. Es ist so dumm, es ist so nichtig und so irrelevant. Also, sie glauben an etwas Erfundenes. Es macht keinen Sinn. Ich bin Gülşah, aber das weisst du natürlich schon. Was vielleicht nicht weisst, ist, dass meine Mutter aus dem Kosovo kommt und Türkin ist und mein Vater ein Albaner aus Serbien. Gott! Da! Das ist der Kebabstand von meiner Mutter. Da hat meine Mutter über 15 Jahre lang gearbeitet. Das hat ihr gehört, sie hat das hier angemacht. Und früher hat das Grillstübli geheissen und hat nicht die komischen roten Flecken gehabt. Jetzt ist der Barosch-Imbiss. Aber da habe ich wirklich über Jahre hinweg jeden Donnerstagmittag müssen helfen, arbeiten. Es hat leider zu. Die Kunst hier, oder jemand, der mit dem Pinsel ausgerutscht ist, das war früher nicht so. Wenn dann die Eltern gegangen sind, haben wir dann heimlich Wodka Red Bull getrunken und Bacardi Cola und Whisky Cola und was da kann nicht war. Und Bier geklaut und so Scheiß. Ja. Schön! Außer die Farbe. Leck, was mir auch der musste einmal putzen. Alle Wände, abschrauben, irgendwie, keine Ahnung. Ständig, wenn ich jemanden kennenlerne, ist das allererste nach dem Hallo. Ah, Gülşah, woher kommt dein Name? Und das regt mich auf. Interessiert das überhaupt tatsächlich jemanden, dass mein Name persisch ist, aber übernommen worden ist und vor allem im Türkischen gebraucht wird? Es ist spannender zu wissen, was meine Lieblingstheorie ist. Dann findet man über mich besser Sachen raus. Der Name ist mir einfach geworden. Meine Eltern, sie haben uns immer in Aschib geschickt, zum Krömeln. Aber wir wissen nicht, wollen, dass wir krömeln, sondern wir mussten immer die Ziggis posten wie meine Eltern. Das kann man heutzutage auch nicht mehr. Mein unique selling point als Kind oder als Teenager war schon, die lustig, weil ich bin dick und nicht schön, hatte schräge Zähne, also war das so mein Verkaufspunkt. Und ich hatte auch nie Boyfriends oder Girlfriends in dieser Zeit, sondern man ist einfach sehr gerne mit mir abgehängt, aber niemand wollte mich küssen. Wir sind hier jetzt bei mir hier in Niederutzwil an der Bahnhofstrasse 162. Da bin ich aufgewachsen. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben bin ich da gewesen. Also das Einzige, was ich mitgeholfen habe beim Gärtner, war, dass wir nicht den Garten kaputt gemacht haben. Es sieht jetzt hure Schäps aus eigentlich, aber es hat früher schon, also es ist gut bepflanzt gewesen. Ich musste im Kindergarten bei der Frau Schaffner einen Deutschkurs machen und ich fand das völlig absurd, weil ich mega gut Deutsch gesprochen habe. Meine Mutter hat uns einmal gezwungen, zum jensten Verein Mitglied zu sein. Wir mussten die Jugi, wir mussten ein Instrument lernen. So ultra, so schweizerisch halt. Es war aber das erste Mal, als ich realisiert habe, dass jemand einen Unterschied macht zwischen mir und zwischen dem Alle und dem Markus. Obwohl ich mit dem Alle und mit dem Markus schon vorher die ganze Zeit gespielt habe. Wir waren nicht Kinder, die jetzt irgendwie Fernsehverbot hatten, weil Balkan-Eltern, du kennst es. Wir dürfen Fernsehen schauen, so viel wie wir wollen. Wir konnten immer süßes Getränk trinken. Kein Problem. Wir mussten nie fragen, ob wir etwas essen dürfen. Und wenn wir zum Beispiel zu unseren Nachbarn daheim sind, spielen, dann hatten sie so eine Schocke und Süßigkeiten Butzli-Box. Und die war irgendwie mega weit versorgt. Und dort durfte man nur hin dürfen. Zum Zvieri, aber hat man vorher auch noch müssen irgendwie drei Äpfelschnitz essen, bevor man einen Jockey dürfen. Und bei uns zuhause Sodom und Gomorra. Schau jetzt! Hoi! Dann kann ich dich schon lange hoi, gell? Nicht ja!
Du hast ja so, wie wenn du mich gerne würdest. Hey, stimmt! Gell? Ich sehe dich noch immer im Fernsehen. Und? Was meinst du? Cool! Da mit dem Bilderrahmen finde ich Hammer. Ja. Ich liebe das. Das ist schön. Nein, du machst super. Tschüss! Ich danke dir vielmals. Du hast mir alle Grüße. Du auch. Mach ich. So eine tolle Frau, hey. Oh, jetzt ist der Barosch-Grill, glaube ich, da. Dann schauen. Hallo! Hallo! Hi! Hi! Ich bin Gülşah! Hallo! Ja, bitte ja? Schön! Jetzt sind Sie da. Vorhin hat das meiner Mutter gehört. Wer ist denn einer Ihrer Mutter? Nein, ist meine Mutter, ja. Nein! Ja! Meine Eltern sind ohne Sprache zu können hier hinkommen und ohne irgendwie ein mega Umfeld mitzunehmen und haben sich da ihr Leben erhustelt. Das sind schon geile Sachen. Und wie läuft's? Mal mittags war gut. Und was ist die Spezialität? Was ist Spezialität? Vom Barosch Grill? Barosimbiss, ja, Barosimbiss. Barosimbiss, Entschuldigung. Ja, da ist. Ja. Apfel und ab nächsten Monat unser Grill machen. Mit, okay. Ja, und haben Sie, auch etwas, haben Sie auch etwas Veganes? Ich bin voll Schweizerin von unserer Familie. Aber meine Schwestern sagen so, ja, du bist Schweizerin. Vegan? Ja. Vegetarisch? Vegan. Ohne Milch, ohne Käse? Falafel gibt's. Falafel. Eben Falafel und Pommes. Ich kann mich nicht an eine Situation erinnern, wo ich so hart gegen die Wand gelaufen bin, weil ich halt türkisch-albanische Schweizerin bin. Weil sonst würde ich das ja spüren, aber ich spüre das nicht. Vielleicht habe ich mir auch eine Insel geschaffen, dass es mir wirklich scheißegal ist, was die andere Person für eine Haltung oder für eine Meinung gegenüber Türken oder Albanern hat. Solange er mich nicht kennt, kann er es wie nicht beurteilen. Uzi, ist schon auch schön. Wir haben auch schon ein Natur und Garten und Grün. Es ist nicht nur alles Plattenbau und so. Es kommt nicht ganz über. Uzi hat auch seine schönen Sachen. FYI, ein Besuch lohnt sich.